Zombie Apocalypse. Schauen wir weiter. Wollen wir. Das machen wir doch Zimmer frei. Ja. Machen wir doch unser Pferdchen, wenn wir es schon haben. Ach, das ist hier. Das Lager, das Eventlager. Alles mitnehmen, solange wir es noch können. Später müssen wir uns zweimal überlegen, ob wir es einpacken. Wenn wir den Handwerksbeutel nicht mehr von ISO Plus haben. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht machen sie auch ein Weihnachtsevent. Dass man den dann zu Weihnachten vielleicht nochmal eine Woche kriegt. Was ist er dann? Ist er nicht. Also wir da oben sein. Ich finde ja auch die Häuser hier, die sehen so schön aus. Ihr habt da etwas an euch. Eine ganz bestimmte Eigenschaft, die man nur selten findet. Und glaubt mir, ich liege bei solchen Dingen nie daneben. Kann ich euch für ein Zimmer im örtlichen Gasthaus interessieren? Obwohl, wartet mal, das kam jetzt falsch rüber. Seht mal, leere Zimmer sind schlecht fürs Geschäft. Der Unterhalt allein kostet mich mehr, als der ganze Laden wert ist. Aber ich glaube, wir können uns da schon irgendwie einig werden. Und damit meine ich nicht die Nummer, bei der wir vorher noch erst nett zusammensitzen und was trinken. Das möchte ich ganz eindeutig festhalten. Ich brauche jemanden, der den Ruf meines Ladens aufpoliert. Die Art von Heldin, zu der die Leute aufschauen. Und ich habe dabei euch ein gutes Gefühl. Ihr habt Großes geleistet und ihr seid wahrscheinlich im Begriff, noch Größeres zu leisten. Sieht ganz so aus, als könnten wir hier einander aushelfen. Na schön, Details. Ich kann verstehen, wie das einem ein wenig zwielichtig vorkommen kann, aber macht euch keine Sorgen. Dieses Gasthauszimmer ist in bestem Zustand und sehr günstig gelegen. Ich kenne euch, Abenteurer. Ihr habt doch gern ein Zuhause in jeder Stadt. Das hier wäre sicher eine schöne Ergänzung eures bisherigen Eigentums. Es gibt keinen Haken. Ich brauche nur jemanden, der meine Außenwirkung ein bisschen auffrischt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr diejenige seid. Solange ihr keine Skoma-Höhle oder einen Unterschlupf für Gesetzlose daraus machen wollt, gehört dieses Zimmer euch. Oh, sicher. Ihr könnt Handwerk betreiben, eure Haustiere unterbringen und Schätze oder Trophäen ausstellen, auf die ihr bei euren Reisen gestoßen seid. Ihr könnt sogar eine Übungspuppe aufstellen, um euch im Kampf zu üben. Solange ihr nichts demoliert, habe ich nichts dagegen.
Hervorragend. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen, das schwöre ich. Hier sind der Mietvertrag und der Zimmerschlüssel. Es hat zwar etwas gedauert, doch ich konnte sie mir von meinem letzten Mieter besorgen. Hat mehr Zeit in den Abwassertunneln in Anspruch genommen, als ich gehofft hätte. Aber so ist das eben in diesem Geschäft. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Bei eurem Ruf bin ich mir sicher, dass ihr keinerlei Ärger mit den Nachbarn haben werdet. Falls doch, dann denkt bitte daran, Todesdrohungen sind auch keine Lösung. Ich hatte da ein klitzekleines bisschen Ärger, als mein letzter Mieter anfing, welche zu verschicken. Nö, fühlt euch einfach ganz wie zu Hause. Putzt alles ein bisschen raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich zu sehen, wie ihr hier alles einrichtet. Hoffentlich habt ihr am Ende ein paar dädrische Schreine weniger als ein anderer ehemaliger Mieter von mir. Also, gar keine dädrischen Schreine wären am besten. Och, was für eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schwer man Blutflecken aus Bodendielen herauskriegt. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich hatte schon Mieter, die ihre Zimmer mit den wildesten Sachen vollgeräumt hatten. Reittiere, Grünzeug, Gehilfen. Ich meine, das ist immer noch ein Zimmer in einem Gasthaus. Mir gehört dieses sowie noch einige andere Etablissements in ganz Tamriel. Es lohnt sich, das Geschäft breit aufzustellen. Natürlich bedeutet das auch, dass ich auf verschiedenste Arten von Ärger achten muss. Aber hey, es hat ja nie wer behauptet, das Immobiliengeschäft wäre ein Kinderspiel. Das ist also jetzt unser Zimmer. Nice! Ich hatte befürchtet, wir müssen erst 1 Million mindestens damit sparen, dass wir unser erstes Haus kaufen können. Oh, das ist auch cool. Begleiter. Ja, genau, im Kopf statt Küche. Kürbiskränklich, ne. Reittier. Ja, ich stelle mein Reittier hier rein. Genau. Oh Gott, damit werde ich mich definitiv, ein andermal beschäftigen, unser kleines Zimmer hier einzurichten. Da müssen wir ja dann auch mal Schreinern anfangen und gucken, ob wir noch Rezepte finden und ja, aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Haus. Müssen wir noch mal rausfinden, ob wir auch Lagermöglichkeiten machen. Ich glaube, in der Kassette kann man bestimmt was lagern. Ich muss mich immer noch an diese Elfenstädte gewöhnen. Haben wir schon was zu verkaufen? Na, ja, muss ich später erst durchgucken. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo die Handwerkstische finden. Platz der Hand. Oder reiten wir rüber, damit wir dann. Oh ja. Reiten wir wieder Rapporten ganz. Ah, da ist ein Den können wir noch aktivieren, dass wir das nächste Mal hier sind. Aber das sieht so schön aus mit den ganzen Zugewachsenen und den ganzen Bäumen. Also das gefällt mir tierisch. Ich habe auch das eine Mal mir die... Huch, falsch abgebogen. Die göttliche Strafbehörde sucht zeitlich befristet einen botanischen Assistenten. Okay. Ah, da ist er ja. Direkt vor der Nase.
Oh, ich hoffe, dass wir auch irgendwann noch mal andere Reittiere kriegen. Aktuell bin ich ja drüber, mir den einen Eventhund da zu kreieren. Das ist der Hund mit dem Skelett drauf, was jetzt von dem Hexen-Event ist. Einige von diesen Pulvern habe ich schon. Von den Knochenstaubpigmente. Ich habe auch mittlerweile ein paar dass ich bei dieser Infan-Dings da Dame eintauchen kann. Wir haben auch so Schatzkarten entdeckt, da muss ich auch noch mal gucken, wie man die genau benutzt. Dass wir dort dann auch mal gucken können. Genau benutzt. Ah, irgendwas auf Track Token. Gehen wir da kurz zu dem Händler. Auch diese Hecke. Und dann schauen wir mal. Weitergeht. Das mag wie ein Merk. Kaufen. Habe ich ja einiges hinzugefügt. Zack. Oh, auch einiges schon wieder. Kann dann gleich mal gucken, was der Beutelkasper will. Ich glaube 5900 wollte. Wir haben bei irgendeiner Quest wurde uns noch ein kleines Pet freigeschalten. Was anderes wie die Quasselqualle. Die macht immer so ganz komische Geräusche, dass man sich erschreckt. Schauen wir mal, was da freigeschaltet. Oh, das geht. Ja. Das ist doch mal nice. So. Hey, wake up. So. Ich mach schon ganz kurz die Sachen weg. Bin ich kurz fünf Minuten für kleine Königstiger und dann machen wir weiter. So, bleiben wir mal kurz. Och, Eila, ja, keiner. So, dann bleiben wir ganz kurz hier.
da, ihr Lieben, wieder da. Und der Grimio ist auch gekommen. Der spielt auch Elder Scroll. Dann holen wir ihn doch mal her. User was moved to Hallo. So. Hi. Dann wollen wir doch mal. Kommst du auch rein? Bin schon online. Ah, bist schon online, okay. Wollen wir was Besonderes machen? Ich mache jetzt hier nur schnell meine Werkzeug auseinandernehmen. Und dann können wir ja was annehmen. So, dich. Schärfe der Ausdauer. Dann könnten wir ja, ich habe übrigens herausgefunden, wo man Kürbis kaufen kann. Oh Gott. Was denn? Ja, das ist toll. Aber? Nee, also, endlich. Weißt du? Es gibt lustigerweise sogar in Steinfels rennt er weiter rum. Die eine Dame. Aha. So, dann nehme ich hier noch das Werkzeugzeug auseinander und dann komme ich rüber gereist. Ich habe jetzt schon den ersten Gefährten geholt. Oh, nice. Die Zuschauer waren auch mit dabei. So, habe ich irgendwas? Da wollte ich mal gucken. Oh, der sieht definitiv schick aus. Ah, vom Patrick. Schick on. Genau, den können wir verwerten. Ich habe auch einige Rezepte, die du eventuell haben könntest. Ich habe die schon gelernt. Oh, nice. Aber wie ihr hört, alle hier, alle am Schniefen und am Machen. Deswegen haben wir auch nichts aufgenommen, weil unsere Stimmen waren gräuslich. Heute geht's hier einigermaßen. Da wuseln wir dann. Na gut, dann machen wir da das. Solange Jesu Plus noch da ist, kann man ja überall in der Gegend rum wuseln. Und der Grimio hat das Hexen-Event noch nicht ganz durch. Er hat mit mir die Krähe zwar bekämpft, weil wir ja in einer Gruppe sind, aber er selber hat die Quest noch nicht fertig gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt den Kürbis besorgen und er braucht noch eine Essenz von einem Anführer, dann können wir theoretisch mit euch zusammen den besiegen gehen. So. Hab ich vielleicht. Na, mit den Zuschauern. Ich bin ja live. Ach so. Die sind ja mit dabei. Musik.